Pressekonferenz im Anschluss an das Zweitligaspiel 1. FC Union Berlin gegen den TSV 1860 München. Das Spiel endet vor 20.176 Zuschauern im Stadion. Das war 2:0 für den 1. FC Union Berlin. Bei uns in der Pressekonferenz die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus München, Peter Pereira, vom 1. FC Union Berlin, Jens Keller. Victor Pereira. Leider kein erfolgreicher Auftritt für Ihre Mannschaft. Aus Ihrer Sicht natürlich, aus unserer Sicht zum Glück. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Meine Equipe fort, bem organizada taticamente. E para competir com este tipo de equipa, numa liga destas, num campo que não é fácil, precisamos de entrar com a mentalidade certa para estarmos ao nosso melhor nível, para ganharmos duelos, para sermos mais agressivos, mais compactos. E na primeira parte não fomos isso. Não fomos essa equipa, perdemos muitos duelos. Sabemos que o adversário gosta de pressionar no momento de perda de bola, mas não, nunca conseguimos ter o discernimento para decidir bem, para colocar dificuldades ao adversário. Portanto, a primeira parte não conseguimos ser uma equipa competitiva. A segunda parte mudamos um bocadinho a nossa mentalidade, fomos mais agressivos, passámos a jogar de forma a ganhar mais duelos, passámos a jogar de forma mais agressiva do ponto de vista ofensivo, a conseguir sair da primeira pressão do adversário e equilibramos melhor a partida. Portanto, o adversário ganhou bem, parabéns, e esta é a realidade é já no próximo jogo, a nossa realidade já no próximo jogo, ter uma abordagem mental diferente ao jogo. Guten Abend. Also wir haben eine sehr starke Mannschaft heute hier in Berlin getroffen. Die ist technisch gut vorbereitet, taktisch gut vorbereitet. In so einem Platz braucht man eine andere Mentalität. Wir müssen aggressiver sein, wir müssen die Zweikämpfe auch besser annehmen und gewinnen. Und in der ersten Halbzeit haben wir das alles nicht geschafft. Wir waren nicht die Mannschaft, die sich wehren könnte. Und wir konnten uns erst Halbzeit eigentlich, wir waren nicht wettbewerbsfähig. Hat sich in der zweiten Halbzeit ein bisschen geändert. Wir waren aggressiver, wir waren mutiger. Wir haben die in der zweiten Halbzeit ein bisschen ausgeglichener. Das Spiel war ein bisschen ausgeglichener. Aber im Endeffekt war Union Berlin ein sehr verdienter Sieger. Glückwunsch an den Gegner. Und für uns die Realität ist halt das nächste Spiel mit einer anderen Mentalität rangehen. Obrigado, Victor Pereira.